Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt der 2.1. Ich habe dieses Jahr noch nichts gegessen und es ist 14.10 Uhr. Ich habe heute keinen Hunger gehabt. Ich wollte gestern eigentlich nichts essen, einfach mal ein bisschen zu regenerieren. Zu dem ganzen Thema, warum ich das mache, werde ich alles noch ein Video dazu machen. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen zeigen, was ich heute noch so esse. Mein Tag beginnt mit einer Art Bowl-Smoothie, kann man eigentlich beides nennen. Beerenmischung von Rewe, wie ihr seht. Da müsst ihr echt höllisch aufpassen. Das habe ich schon mal in meinem anderen Video gesagt. Und zwar auf die Zutaten gucken. Es gibt viele Beerenmischungen, die sind mit zusätzlich Zucker. Also da steht irgendeine Art von Zucker, teilweise auch, glaube ich, steht da Glucose drauf oder Fruchtzucker oder so. Wenn das extra als Zutat draufsteht, nicht kaufen, da ist zusätzliche Chemie drinnen. Wenn, dann wollen wir uns ja wirklich zu 100% gesund ernähren in dem Fall. Ja, da mache ich eigentlich nach Gefühl immer ein bisschen was rein. Gucken wir mal. Als nächstes mache ich jetzt O-Saft rein. Oft mache ich auch Orangen rein. Wenn man Orangen reinmacht, würde ich noch ein bisschen Wasser mit reingeben. Der O-Saft an sich ist ja schon sehr flüssig. Flüssiger als richtige Orange, deswegen spare ich mir heute mal das Wasser. Dann eine Banane. Viele essen ja solche Bananen nicht mehr oder schmeißen sie weg. Wenn die Bananen so braun sind, finde ich sie eigentlich absolut perfekt. Also die Schale, nicht die Banane an sich. Dann sind sie nämlich reif. Dann hat man keine Verstopfungsprobleme, wie es immer heißt. Dass, wenn du zu viel Bananen isst, bekommst du Verstopfung. Und wenn sie reif ist, also wenn sie so braune Bündchen hat, dann ist die Nährstoffzusammensetzung von der Banane einfach am besten. Eigentlich mache ich da jetzt auch noch Leinsamen mit rein. Also ganze Leinsamen. Das ist wichtig, die frisch zu schroten. Ansonsten gehen die Fettsäuren abhanden. Leider habe ich gerade festgestellt, dass ich die zu Hause bei mir vergessen habe. Muss ich halt jetzt mal drauf verzichten. Hier habe ich Weizengraspulver von der Coro Drogerie. Das mache ich auch immer ab und zu ein bisschen rein, weil ich momentan kaum Grünzeug habe. Frisches Grünzeug, das muss ich mir nochmal besorgen. Frisch ist natürlich immer besser. Und, das hat mir die Coro Drogerie geschickt, Makui-Bärenpulver. Das Zeug bringt so einen hammergeilen Geschmack rein. Es soll auch sehr hochwertig und gesund sein. Also so eine Art Superfruit. Auf jeden Fall macht das Ganze vom Geschmack her richtig geil. Das ist echt, hätte ich nie gedacht, dass das Zeug so hammergeil schmeckt. Dann machen wir einen Deckel drauf und zerkleinern das Ganze. Ich wusste doch, ich habe die Leinsamen eingepackt. Das sind goldene Leinsamen. Mein Mädel hat die aufgeräumt gehabt und ich dachte schon, ich habe sie vergessen. Juhu! Ja, das sieht doch ganz gut aus, das, was ich gerade gemacht habe mit dem Löffel. Ich würde mal sagen, macht's nicht nach, ansonsten auf eigene Verantwortung. Am besten ist es, so einen Stößel zu haben, dann kommt man nämlich nicht rein. Weil wenn ihr nämlich mit dem Löffel in die Schneide kommt, dann, ja. Und dann geht's ans Anrichten. Oh, ich glaube, ich muss wahrscheinlich heute 2 Portionen machen. Das ist eine sehr kleine Schüssel. Obwohl, es geht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann gucken wir mal, dass ich heute nichts vergesse. Ich habe hier selbstgepufften Amaranth und Quinoa. Wenn es euch interessiert, wie man das macht, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Dann werde ich auch mal vielleicht ein Video mal dazu machen, werde euch das zeigen. Da ich heute kein Bild für Instagram mache, schütte ich das Zeug jetzt einfach mal ein bisschen drauf. Dann haben wir hier von der Coro Drogerie Gocci-Beeren. Superfood, immer gut. Dann habe ich hier auch von der Coro Drogerie Maulbeeren. Absolut geil, die Dinger. Richtig schön süß. Ist auch so eine richtig schöne, knusprige, leckere Einlage. Dann mache ich meistens noch verschiedene Samen. Ich wechsle das immer ab. Das müsste jetzt in dem Fall Sesam sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ui, okay. Ich glaube, das ist genug. Dann ein bisschen Kokosflocken. Ja, normalerweise habe ich immer feinere Kokosflocken, aber die tun es auch. Die schmecken genauso gut. Und als guter Letzt Zuckerrohrmelasse. Das Zeug schmeckt echt geil. Habe ich ja euch auch schon mal in meinem Kaufland-Einkauf gezeigt in dem Video. Sehr hochwertig, sehr lecker, aber pur kann man es echt nicht essen. Da schmeckt es wirklich ekelhaft, aber in so einem Zeug drin schmeckt es echt gut. So, und dann wünsche ich guten Appetit.
So, da ich das vorhin vergessen habe, es ist jetzt 16:47, habe ich vorhin vergessen, das mache ich normalerweise auch mit als Topping auf mein Frühstück drauf, ein paar Nüsse. Also hier habe ich Cashews, Mandeln und Paranüsse. Das mit den Nüssen ist mir eingefallen, als ich mir jetzt als Zwischensnack meine Mangostücke nehmen wollte. Ich denke mal, da werde ich jetzt die ganze Packung verdrücken. Die Omi hat gekocht, also meine Mutti. So eine Lauch-Karotten-Gemüsesuppe. Riecht auf jeden Fall super lecker. Und dazu gibt es ein Stück Brot. Das ist ein glutenfreies Brot, das haben wir so gekauft. Das ist so eine Fertigmischung. Also das ist jetzt nicht unser selbstgemachtes, sondern so eine Fertigmischung. Aber glaube ich auch dasselbe, so mit Leinsamen, Sonnenblumenkerne. Und dann lasse ich es mir schmecken. Ach so. Und ich habe davon gerade eben schon mal ein Stück gegessen. Also Full Day oder Half Day of Eating. Das ist jetzt das zweite Stück. Mmh, wie das duftet. Mmh, was gibt's denn da Leckeres? Gucken, ob ihr es erratet, was das wird. Ich wette, was ihr erratet nicht. Das Ratespiel geht weiter. Was wird das wohl? Was wird das wohl? Ich glaube, das Essen ist fertig. Jetzt solltet ihr es erkennen, was es ist. Und zwar ist das Pizza also mit Spezialbelag von Laura von Semper Veganis, von ihrem Kochbuch. Und wir haben noch Simply V oben drauf gemacht. Simply V geschmolzen ist so hammergeil, kann ich euch nur sagen. Also, und das wird jetzt mein Abendessen. Nichts Spektakuläres. Ja, und das war's dann eigentlich auch für heute. Also normalerweise esse ich immer einen Salat zum Abendessen dazu. Also auch ein bisschen gesünder, rohes Gemüse. Oder hauptsächlich eigentlich nur einen Salat. Deswegen sieht es heute ein bisschen anders aus. Ich kann ja die nächsten paar Tage nochmal gerne ein Full Day of Eating machen, dass ihr halt auch so ein paar Kombinationsmöglichkeiten von mir seht, wie ich so ungefähr meine Tage immer gestalte. Und nicht vergessen, Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, lasst ein Abo da. Und dann hoffe ich natürlich, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.